Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist die dunkle Jahreszeit, es regnet viel und es wird schnell dunkel. Und wir wollen doch alle jetzt so eine kuschelige Stimmung, wir wollen Kerzen, wir wollen, dass es richtig schön und heimelig ist. Und wie man so mit ganz einfachen Mitteln so eine ganz tolle Stimmung vor der Haustür schon mal gestalten kann, das zeige ich euch heute in meinem Video. Und so ein kleiner Vorgeschmack, der ist dann schon im Bild neben mir. Aber so Schritt für Schritt und im Detail zeige ich das gleich. Bleibt mal dran. Hallo liebe Blumenfreunde, liebe YouTuber. Ich habe heute was ganz Tolles mal wieder zu tun und ich nehme euch ja so gern auch meine Reisen mit. Es ist heute ein bisschen regnerisch und uselig und wir haben die Aufgabe, es ist hier viel los ringsum, sorry, wir haben heute die Aufgabe, den Eingang von einem wunderschönen Massageinstitut ein bisschen hübsch zu machen. Und im Moment sieht es da nicht so toll aus. Und wir haben da so was ganz Tolles geplant mit Lichterketten, mit schönen Koniferen, Bäumchen, so ganz winterlich. Und ich fange da jetzt gleich mal an zu arbeiten, weil ich muss jetzt erstmal natürlich die Pflanzen, die hier nicht mehr dazugehören zum Thema, die müssen jetzt erstmal auf die Seite. Ich muss mal überlegen, wo ich die hinstelle. Einfach mal seitlich. Palmen. Anthurien wollen jetzt natürlich auch nicht mehr draußen sein, ist ja klar. Also jetzt kommt erstmal alles, was hier nicht mehr hingehört, weg. Und die alten Pflanzen, die mache ich natürlich auch raus. So, und dann gucke ich mal, was ich Schönes mitgebracht habe. Und zwar gibt es heute Bäumchen. Die gehen schon so Richtung Weihnachten. Es gibt schöne Bäumchen. Das sind hier zwei Zuckerhutfichten. Da kommen in jeden Topf wird da eine reingepflanzt. So, man sieht hier, gibt es einige Pflanzen, die eigentlich woanders hin müssen. Aber so, sammelt sich halt doch einiges an, ne? Ich räume jetzt erstmal mein ganzes Equipment hier aus. Bäumchen, Koniferen, Kugelzypressen. So. Dann habe ich für jeden Topf hier so eine wunderschöne Kugelzypresse. So einen schönen, ups, oh ja. Der Gärtner hat mir schon gesagt, dass die Töpfe nicht gut sind, aber das macht ja Gott sei Dank nichts aus. Diese schönen Ruby-Köpfchen, da kommt auch in jeden Topf eine rein. Die Töpfe, die krachen so, die brechen sofort aus. Das ist leider nicht alles so gute Qualität. Aber gut, so ist es halt. So, und dann habe ich natürlich noch zu guter Letzt ganz tolle Scheinbeeren, Galtherien. Das ist ein super schöner Farbklecks. Die sind natürlich gefärbt, aber die halten den ganzen Winter. Und diese gefärbte Sorte, die hält viel besser als die Natur. Und weil wir einen Farbklecks gern haben wollten, haben wir die auch mitgebracht, damit das hier nicht so trist ist. Ja, die Dipladenien, die haben den ganzen Sommer hier super viel Freude gebracht. Und die waren ein Traum. Aber die haben jetzt natürlich leider ausgedient. Und ich werde ja auch immer wieder gefragt von meinen Kunden zum Thema Dipladenien überwintern, ob das denn gut ist, ob das gut klappt. Und Dipladenien überwintern, ja, das geht grundsätzlich. Aber am besten lassen sich die größeren überwintern. Das ist jetzt also so eine kleine buschige, die würde ich tatsächlich wirklich entsorgen. Die kann man jetzt noch ein bisschen nehmen, bis sie ausgeblüht ist, weil die Blüten sind wunderschön. Die halten eigentlich auch bis der Frost weg ist. Entschuldigung, bis der Frost kommt. Ah, ich habe viel gearbeitet, sorry ihr Lieben. Aber dann kann man sie auch wirklich wegschmeißen. Und deswegen, ich stelle sie hier jetzt zur Seite, aber ansonsten würde ich sie tatsächlich auch dann entsorgen. Ja, weil die halten dann nicht mehr. Ja, und das werde ich jetzt erstmal in jeden Topf
Petipladenien rausmachen. So, also ich stelle gerade fest, hier sind unglaublich viele Steine in den Töpfen. Das ist echt der Hammer. Aber die nehme ich jetzt erstmal alle raus, damit die Pflanzen auch gut mit Erde versorgt sind. Weil von den Steinen können die natürlich nicht so toll anwachsen. Das ist natürlich Quatsch. So. Also was hier schon drin ist, der ist wirklich ein Traum. Das ist dieser ganz tolle Efeu. Das finde ich auch super, super schön. Und jetzt komme ich schon mal mit meiner ersten Zuckerrotfichte. So, hier gibt es schon neugierige Blicke. Wir machen ein Video für YouTube und zeigen im Video, hallo liebe Simona, wir zeigen im Video, wie schön wir hier diese Steingefäße bepflanzen. Sag mal, wieso habt ihr so viele Steine in die Gefäße rein? Das kann ich dir nicht beantworten. Das muss die Chefin machen. Die Chefin, okay. Die Chefin, soll ich die holen? Nee, alles gut. Ich mache die einfach raus, weil das sind zu viele Steine, weil die Pflanzen können sich ja nicht von Steinen ernähren. Ich geh dann nochmal, ja? Ja, alles klar. Ich habe jetzt also ganz, ganz viele Steine aus diesem Gefäß rausgemacht und habe also auch, muss dann doch ziemlich Erde füllen, damit die Pflanzen gut versorgt sind. Ich hole jetzt noch mal ganz kurz die Gautherie, unseren Farbklecks. So, unseren Farbklecks in unsere Pflanzung. Ja, okay, mal ein schönes Blättchen dafür. So, also man merkt, ich muss doch ganz schön Erde füllen. Ich muss natürlich auch immer beim Pflanzen hier gucken, dass die Erde schön angedrückt ist, dass die Pflanzen gut versorgt sind. Und ich versuche auch den Efeu hier am Topfrand entlang zu führen. So. Aber weil der Efeu das nicht von selber machen möchte, von alleine, habe ich mir natürlich ein bisschen was ausgedacht. Einen kleinen Trick. Ich habe Draht genommen, Steckdraht, ja, den ich ja sehr, sehr gern nehme. Und biege den so zu einem U. Und dann nehme ich den Efeu. Und drahte den Efeu an den Topfrand. So, dasselbe mache ich mit der anderen Seite. Nehme ich auch wieder einen Draht, biege den zum U und drahte den Efeu fest in die Erde. So, und jetzt kommt eigentlich dann noch gleich der Clou der ganzen Geschichte, den ich auch so vorbereitet habe. Mein Gedanke war, dass es natürlich wunderschön ist, das Ganze mit Lichterketten, mit Timer. Mit Timer bedeutet, ich muss das jetzt erstmal auffädeln, wenn ich diesen Timer-Schalter in die Mitte stelle von der Lichterkette, dann bleibt die 6 Stunden an und ist 18 Stunden aus. Und Weihnachten ist ja nicht mehr ewig hin. Und damit dieses kleine Bäumchen so eine Illusion von Weihnachten bekommt, gebe ich dem Bäumchen eine Lichterkette, die wir einfach hier so reinwickeln. Ja, schwupp, da ist sie schon reingewickelt. Und dann war meine Idee, was natürlich noch super schön ist, ist, wenn eine Lichterkette an dem Topfrand am Efeu entlang läuft. Das heißt, dass die so in dem Efeu mit reinläuft. Ich muss die nur erstmal auseinanderwursteln. Ich liebe diese Lichterketten mit Schnur, weil die so natürlich aussehen. Und auch hier mache ich jetzt wieder den Schalter in die Mitte. Also es geht einmal an, einmal aus, einmal in die Mitte. Ja? Und dann, das heißt, dass auch hier diese Lichterkette
nach 6 Stunden ausgeht. Das Schöne ist natürlich auch, das ist dieser Automatismus. Keiner muss sich hier drum kümmern. Jeder ist bei der Arbeit, jeder hat zu tun. Und keiner muss sich drum kümmern. Und das geht ganz automatisch mit den Lichterketten. Und das ist super, super schön. Gerade wenn die so in dem Efeu so, ja, so fast verschwinden, ja, und an diesem Topfrand so entlang laufen. Und je dunkler das jetzt wird hier draußen, desto schöner sieht es natürlich aus. Dann kommt noch so ein Punkt. Viele von euch haben gefragt, Margit, sind diese Lichterketten denn wetterfest? Sie sind eigentlich, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, sie sind eigentlich, jetzt hole ich noch mal kurz was dafür, sie sind eigentlich für den Innenbereich gedacht. Aber was ich gemacht habe, genau, die fliegen schon alle rum. So, was ich jetzt mache ist, ich nehme einfach entweder einen Gefrierbeutel oder ein Stück Folie. Ich nehme einfach für den Schutz dieser Batteriekästchen Folie und packe diese Lichterketten, diese Batteriekästchen in die Folie ein und somit gebe ich denen einen gewissen Wetterschutz. Und egal, ob ich das jetzt mit einem Gefrierbeutelclip oder mit einem Gummi mache, ja, das ist jetzt ein Gefrierbeutelclip, legt das einfach hier unten rein, schwupp, keiner sieht es mehr. Kann auch ein bisschen Moos drüber decken oder ich lege einfach hier so einen Stein so halb drüber und keiner sieht mehr. Steine habe ich jetzt genug, unfreiwillig eigentlich. So, und keiner sieht mehr diese Kästchen, die sind jetzt super schön versteckt. Und diese, ja, diese weihnachtliche Illusion in dem Topf durch die Lichterketten ist natürlich wunderschön. Und das mache ich jetzt auch noch mit den anderen 3 Töpfen. Weil es sind hier 3 Töpfe, die wir so gestalten wollen. Und dann mache ich natürlich noch der Inhaberin hier die Freude und werde ihr die Dipladenien, damit sie diese schönen Blüten noch nutzen kann, die werde ich ihr noch reingeben und ich glaube, im Innenbereich wird sie sich noch mal freuen darüber. Die putze ich jetzt noch ein bisschen aus und dann kann sie drin noch mal toll dekorieren. Weil hier draußen, finde ich, passen sie jetzt eigentlich nicht mehr. Aber die Freude bekommt sie dann gleich noch. Ja, ich werde jetzt erstmal ein bisschen was arbeiten, weil ich glaube, ich muss jetzt auch noch mal etliche Steine aus den anderen Kübeln auch rausgraben. So, also nach getaner Arbeit. Wir verlassen natürlich immer ordentlich den Tatort. Wir haben jetzt hier diese 3 wunderschönen Steingefäße. Ganz toll, weihnachtlich, ja, nee, weihnachtlich, winterlich schon eingestimmt. Es ist mit ganz einfachen Mitteln, mit einer kleinen Zuckerhutfichte, mit der Kugelzypresse, mit der Gaultherie und diesem wunderschönen weißgrünen Efeu, der so toll gefleckt ist. Den haben wir natürlich sehr schön genutzt, um diese Schwungform von dem Kübel aufzugreifen. Und wir haben jetzt hier 2 Lichterketten genommen. Im Video habe ich euch ja gezeigt, es ist ganz wichtig, dass man diese Batteriekästchen wasserdicht macht und schön einpackt, ja, weil die sind natürlich empfindlich und sonst korrodiert die Batterie. Ja, und das ist jetzt eigentlich ein richtiger Knaller in den Abendstunden. Und schon kam eine Kundin rein und hat gesagt, ach, das ist aber schön hier. Ja, finden wir auch. Und die kleine Nachtschicht hat sich gelohnt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und übrigens, ich habe noch genug Lichterketten. Es gibt immer wieder welche, die fragen, denen ich auch versende. Ich verschicke die per Warensendung. Schickt mir einfach eine E-Mail an youtube@flowerstyle.de. Und dann schicke ich euch auch diese tollen Lichterketten mit Schnur. Und dann könnt ihr euch auch dieses schöne winterliche Träumchen vor eurer Haustüre machen. Egal ob in Spitzenbäumchen oder auch im Kugeligen. Es sieht einfach immer ganz toll aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und bei der Gestaltung eurer Bäumchen. Und einfach beim Saubermachen eurer ganzen Eingangsbereiche. Und es ist jedes Heimkommen dann ein richtiges Wow. Also. Bis bald, ganz liebe Grüße und die nächsten Weihnachtsvideos, die sind schon in der Pipeline. Bleibt einfach dran, gibt noch viel zu gucken. Tschüss!